Ja, so ist schön. Als Hengst muss Danaro natürlich die anderen Pferde begrüßen. Dabei wird er unkonzentriert und springt um. Nach vorne! Andreas pariert durch zum Trab und galoppiert neu an, um dann wieder fleißig nach vorne zu galoppieren. Genau. Ich folge Tabasco. Je näher ich ans Wasser herankomme, gebe ich die Zügel hin, damit Callas gucken und schnuppern kann. Ich spreche mit ihr, treibe sie mit dem Schenkel immer mal ein wenig an und hoffe, dass sie sich gleich einen Ruck gibt und mutig ins Wasser geht. Es ist ganz normal, dass sie die Nase erstmal ins Wasser hält. Das machen viele Pferde, weil sie trinken wollen. Jetzt kommen die ersten festen Hindernisse. Die Stute ist etwas unsicher, möchte sich entziehen, aber der ruhig stehende Tabasco macht es ihr leicht, sich wieder an das Hindernis heranzutrauen. Schnuppern lassen, Ruhe vermitteln. Wieder trabe ich in Ruhe heran, diesmal etwas dichter am Führpferd. Ich rahme sie mit Schenkeln und kürzeren Zügeln etwas besser ein, damit sie keine Chance hat, das Ausweichmanöver nochmal zu wiederholen. Nach dem Sprung lasse ich die Zügel wieder länger, damit sie mich beim Buckeln nicht aus dem Sattel zieht. Hier geht's im Trab die erste kleine Stufe hinunter. Ingrid hält wieder eine Hand im Bügelriemen. Tabasco erwartet die Stute hinter dem Hindernis. Einige Wochen später, auf einem fremden Geländeplatz, ist Eternity schon viel mutiger und unerschrockener. Und sie meistert eine Folge verschiedener Hindernisse im Galopp recht gut.